Auch an der Börse schaut man heute auf die Inflation. Bettina Seidel in Frankfurt, welche Befürchtungen werden hier geäußert? Na, generell, dass die Inflation im Herbst wieder steigen könnte. Sie ist ja gerade gesunken auf 7,5% dank Tankrabatt und 9-Euro-Ticket. Aber wenn das wegfällt und die Gasumlage kommt, dann wird sie wohl wieder anziehen. Die Inflation ist ja nicht nur für uns Verbraucher eine schwere Bürde, sondern eben auch hier für Unternehmen, die genau wie wir die höheren Kosten schultern müssen. Die große Sorge ist, dass die Inflation unsere Wirtschaft in die Rezession drückt. Nun versuchen ja die Notenbanken, die Inflation mit höheren Zinsen einzudämmen, ist absolut richtig. Aber mit dem Nebeneffekt, dass Kredite teurer werden und damit Investitionen für Unternehmen, ist dann nochmal eine Last. Beim DAX heute aber eine leichte Entlastung, plus 0,2% auf 13.562 Punkte. Heute Nachmittag schauen Investoren da Richtung USA, wo die neue Inflationsrate veröffentlicht wird, die noch mal höher ist als bei uns, wohl bei 8,7%. Danke für den Moment, Bettina Seidel nach Frankfurt am Main.